Bachs Messias, der Podcast zum Bachfest Leipzig 2021. Bernhard Schrammeck im Gespräch mit dem Intendanten des Bachfests, Michael Maul. Folge 5: Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, Abschied von den Jüngern und Pfingstereignis. Die letzten drei Konzerte des Messias-Zyklus beim diesjährigen Bachfest sind ganz auf Ostern, auf Himmelfahrt und Pfingsten zugeschnitten. Zentral enthalten sie zwei Oratorien, nämlich das Himmelfahrts- und das Osteroratorium, die ähnlich wie das Weihnachtsoratorium und die Matthäus-Passion ganz eng am biblischen Text bleiben. Oder ist das nicht so, Michael? Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was gibt es eigentlich für Unterschiede zwischen dem Oster- und Himmelfahrtsoratorium auf der einen Seite und dem berühmten Weihnachtsoratorium? Sowohl Osteroratorium als auch Himmelfahrtsoratorium unterscheiden sich von dem Weihnachtsoratorium erstmal durch die Länge. Sie sind wesentlich kürzer. Natürlich gibt es da auch insgesamt weniger Handlungen zu erzählen. Nicht umsonst haben andere Komponisten Auferstehung und Himmelfahrt dann in einem Oratorium zusammengefasst, um auf so eine atemfüllende Länge zu kommen, wie wir es vom Weihnachtsoratorium kennen. Und zum anderen ist es so, also tatsächlich die Machart, der dramaturgische Ansatz ist zwischen Weihnachtsoratorium und Himmelfahrtsoratorium sehr ähnlich, weil wir tatsächlich einerseits als Gerüst den Evangeliumstext haben. Bei Himmelfahrt ist es gar nicht so einfach. Das kommt nicht aus einem Evangelium, sondern sind verschiedene Bibelstellen, die den Moment der Himmelfahrt reflektieren. Und dazu kommen freigedichtete Arien, barocke Lyrik und eben Choräle. Das Osteroratorium fällt ein bisschen aus der Reihe, insofern, weil es eben nicht einen der biblischen Berichte über das Ostergeschehen wirklich zitiert, sondern eigentlich ist das Osteroratorium nichts anderes als eine Art Rollenspiel in moderner Dichtung. Und wir wissen eben auch beim Osteroratorium, dass es ja letztlich Musik ist, die Bach ursprünglich auf ganz andere Texte geschaffen hat. Das war ja eigentlich weitgehend eine Schäferkantate, die Bach komponiert hat 1725 für eine Geburtstagsfeier des Herzogs von Sachsen-Weißenfels. Und ein paar Wochen später hat er sie dann mit neuem Text eben seinen Leipziger Kirchgängern präsentiert. Deswegen spielen natürlich auch Instrumente eine Rolle, die wir eher mit der Hirtenwelt in Verbindung bringen. Also wie gesagt, einzigartig, weil es auf die biblischen Berichte verzichtet. Aber dieses Parodieverfahren, was Bach anwendet, das eins wiederum mit dem Weihnachtsoratorium und dem Himmelfahrtsoratorium. Denn auch da wissen wir, dass Bach bei den Arien und den großen Eingangschören sich reichlich bei sich selbst bedient hat, bei Musik, die er ursprünglich für ganz andere Anlässe, meistens weltliche Anlässe, komponiert hatte. Das alles tut ihm keinen Abbruch, wissen wir, weil einfach die Substanz so stark ist von Bachs Musik, dass, wenn wir nicht um diese Vorlagen wüssten, wir niemals darauf kommen würden, dass ein Jauchzer vorlockert oder dass eben auch die unglaublich tolle Altarie »Bleibe doch mein liebstes Leben« aus dem Himmelfahrtsoratorium ursprünglich einen ganz anderen Text hatte. Diesem Jubel des Osteroratoriums mit Pauken und Trompeten ist jetzt eine zweite Kantate zum Ostermontag beigefügt in diesem Konzert hier im Messias-Zyklus, die wiederum ganz andere Akzente setzt. Ja, aber ganz dementsprechend, was wir auch an den Osterfeiertagen an Lesungen in der Kirche erleben. Also am ersten Feiertag wird natürlich die Auferstehung gefeiert. Am zweiten Feiertag wird heute noch als Evangeliumstext diese schöne Schilderung der Erlebnisse rund um die Emmausjünger gelesen. Und diesem Thema hat Bach eine ganz wunderbare Kantate gewidmet. Bleibt bei uns, denn es will Abend werden. Wo diese berühmten Worte, die die Emmausjünger diesem interessanten Begleiter, den sie da auf dem Weg nach Emmaus treffen, sprechen, von Bach vertont werden. Bleibt bei uns, denn es will Abend werden. Und damit passt das perfekt in unseren Zyklus Bachs Messias, in das große Jesus-Oratorium. Also hier wird letztlich diese Geschichte um die Emmaus-Jünger und den Umstand, dass sie dem Herrn begegnen, ihn aber noch nicht erkennen, klasse musikalisch porträtiert.
diese nachösterliche Geschichte, also zwischen Ostern und Himmelfahrt, vor allem das Erscheinen vor den Jüngern, das wird ja von Bach mehrfach aufgenommen. Was hast du da ausgewählt aus den Kantaten? Ja, also ich weiche insofern von der tatsächlichen Chronologie der Ereignisse ab, dass diese umfangreichen Abschiedsreden, die Jesus gegenüber seinen Jüngern gehalten hat und die man in Johannes 13 bis Johannes 17 findet, ganz teilweise verstörende Reden, wo es immer darum geht, dass er seinen Abschied den Jüngern voraussagt, aber eben auch in unterschiedlich starken Anspielungen deutlich macht, das ist noch nicht das Ende der Geschichte, es wird eine Auferstehung geben und ihr werdet dann meine Botschaft weiter in die Welt tragen. Aber es werden auch diverse Gegner meiner Botschaft kommen. Ja, der Antichrist wird formuliert und so weiter. Und ich habe das mit Absicht tatsächlich in der Chronologie zwischen das Osterfest und die Himmelfahrt gestellt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kantaten, die Bach über diese Abschiedsreden komponiert hat. Schlichtweg deshalb, weil in den Lesungstexten zwischen Ostern und Himmelfahrt diese Texte immer wieder vorgetragen werden. Und da gibt es diese herrliche Kantate, es ist euch gut, dass ich ihn gehe, direkt ein Zitat aus einer dieser Abschiedsreden, Kantate 108, allerdings auch Kantate 87 und 86, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Da kommt nochmal ganz ausgiebig auch die Vox Christi vor. Also das sind dann immer solche bemerkenswerte Mischungen aus Arien und Rezitativen, die Bach da für Bass Solo, meistens mit Streicherbegleitung, komponiert. Und ich glaube, das Ganze führt dazu, dass wir nochmal sehr viel mehr Zeit haben, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus Abschied zu nehmen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so wie den Vater etwas bitten werdet, meinem Namen, so wird es euch geben, so wird es euch geben, so wird es euch geben. Der gesamte Zyklus endet dann mit einer großen Pfingstkantate, O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe. Und danach gibt es aber noch eine Art Epilog, den du angefügt hast. Und das ist die Kantate, Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. Warum steht die am Schluss? Die war mir ganz wichtig. Aus zwei Gründen. Also zum einen ist es eine der schönsten Bach-Kantaten, wie ich finde. Und zum anderen schließt sie die Klammer, die wir mit dem Eröffnungsstück BWV 23, Du wahrer Gott und Davids Sohn, schon geöffnet haben. Denn der Eingangschor ist ja eine Choralfantasie über diesen Choral. Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. Aber Bach verarbeitet hier ja nicht nur eine Choralmelodie, sondern instrumental wird er ja eine zweite vorgetragen. Das hat Bach, glaube ich, nie wieder so raffiniert gemacht, dass er praktisch zwei Choralmelodien miteinander simultan verarbeitet hat. Und das ist hier wieder Luthers deutsches Agnus Dei, Christe, du Lamm Gottes, was ja schon im BWV 23 zum Auftakt unseres Zyklus eine Rolle gespielt hat, in der so großen Choralfantasie, die BWV 23 abschließt. Also mit anderen Worten, dieses Agnus Dei, das Lamm Gottes als das Bild für Jesus Christus, das eröffnet den Zyklus und schließt den Zyklus. Und zugleich muss ich halt auch sagen, Jesu Christ war Mensch und Gott. Also diese Gleichzeitigkeit von Jesus als Mensch und Gott, das ist etwas, was viele führende Theologen, die sich mit Jesus Christus auseinandersetzen, immer wieder betonen. Und das ist auch ein ganz zentraler Akzent, den Benedikt in seiner Jesus-Trilogie immer wieder setzt. Also insofern war das das ideale Schlussstück. Wobei ich sagen muss, relativ kurzfristig haben wir dann noch beschlossen, doch noch ein Stück hinten dran zu setzen. Also die 127 mit dem Eingangschor ist natürlich die Klammer, die sie schließt. Dann gibt es nochmal diese ewige Sopranarie in der Kantate, die Seele ruht in Jesu Händen. Auch ein traumhaftes Stück, aber dann geht ja die Kantate mit einem relativ schlichten Schlusschoral zu Ende. Und wir setzen jetzt doch noch einen Choral hinten dran, und zwar den Eingangschor aus der Kantate, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben. Das ist ein Stück, was ich finde, in seiner Form sehr erinnert auch an den Schlusschor der Matthäuspassion. Und was so eine Art Resümee für die ganze
Geschichte nochmal liefert. Und jetzt, Bernhard, darf ich dir noch was verraten? Weißt du, wie es kam, dass ich das jetzt ganz kurzfristig noch an den Schluss gesetzt habe und Herrn Rademann überzeugt habe, da mitzugehen? Also er fand die Idee auch gleich gut. Wir beide machen ja außerhalb von unserem Podcast hier ja noch beim MDR diesen wöchentlichen Kantaten-Podcast. Und da haben wir ja neulich, also hat Gott die Welt geliebt, besprochen. Grund genug für mich gewesen, dieses Stück mal wieder genauer zu studieren. Und ich dachte, Mensch, das hast du in dem Zyklus vergessen. Das nehmen wir jetzt noch hinten dran, weil besser kann es gar nicht aufhören. Jetzt kommt wieder die ganz schwere Frage für die letzten drei Konzerte. Was ist in diesen drei Konzerten für dich der wertvollste musikalische Moment? Eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, aber ich habe sie immer gestellt, deswegen stelle ich sie jetzt noch ein letztes Mal. Ich muss wieder tief ausatmen. Ich glaube tatsächlich die Sopran-Arie aus der 127, eine der längsten Bach-Arien, eine Meditation, die Seele ruht in Jesu Händen, die für uns alle, die wir uns komplett diesen Zyklus anhören, vielleicht dann nochmal der Moment der innersten Einkehr und eines ganz tiefen Dialogs, vielleicht mit Jesus für manchen, aber generell mit der Geschichte und dem großen Abenteuer, was wir in Bachs Messias musikalisch erlebt haben, nochmal die Chance gibt, also da nochmal in Ruhe drüber zu reflektieren, bevor dann der große Zyklus zu Ende geht. Und ganz am Schluss dieser Podcast-Reihe will ich jetzt doch nochmal eine Frage stellen, die auf die Konzeption des Gesamten zielt. Du hast ja nicht nur Stücke ausgewählt, sondern vor allem musstest du sehr viele Stücke weglassen. Denn es gibt ja um die 200 geistlichen Kantaten von Bach. Und wenn man jede einzelne ansieht, merkt man, was für Kostbarkeiten enthalten sind. Du musstest also viel weglassen. Ja. Was ist da hängen geblieben, vielleicht auch für spätere Projekte? Naja, also es war wirklich ein Prozess. Also schon allein die Entscheidung zu fällen, die Matthäus-Passion reinzunehmen, aber dafür eben auch die Johannes-Passion rauszulassen, die war hart. Ja, es war auch hart, viele dieser tollen Dialogkantaten, die es von Bach gibt, wo Bach die Seele, die menschliche Seele in einen Dialog mit Jesus treten lässt, die hätten an sich auch gut gepasst, wobei sie sich gar nicht so richtig in diese Chronologie irgendwie einbringen lassen. Ich hatte viel Bekümmernis, ist da ein Beispiel, oder Wachet aufruft uns die Stimme, oder letztlich auch der Actus Tragicus. Was für großartige Momente, wo auch Jesus spricht und er einen Dialog mit uns tritt, oder in dem Fall jetzt mit einer sterbenden Seele. Also kurzum, das war hart. Auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder so kleine Listen angelegt, das kann ich verraten. Das Bachfest 2021 wird nicht das letzte Bachfest sein. Ich hoffe auch, dass bald wieder normale Zeiten kommen, wo wir dann einen großes Publikum wieder in Leipzig empfangen können. Meine Hoffnung ist, dass das Publikum genauso begeistert von Bachs Messias sein wird, wie es von dem Kantatenring war. Und dann würde ich sagen, gilt ziemlich bald nach Bachs Messias ist vor dem nächsten großen Kantatenzyklus. Wir werden im nächsten Jahr den kompletten Choralkantatenjahrgang machen mit den vielen Bachchören aus aller Welt. Aber ich denke mal so dann 2024, 2025 wird es wieder einen großen Kantatenzyklus geben. Und ich habe so ein paar Ideen, die ich verfolge, wie man da wieder unter einem griffigen, dramaturgischen Ansatz einen großen Zyklus bilden kann und auf wiederum eine besondere Weise einen neuen Zugang zu Bachs Kantaten liefert. Aber mehr
wird jetzt noch nicht verraten. In jedem Fall werden wir uns dann wieder zum Podcast verabreden. Vielen Dank. Sehr gern. Bachs Messias, der Podcast zum Bachfest Leipzig 2021. Bernhard Schrammeck im Gespräch mit dem Intendanten des Bachfests, Michael Maul.